Hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband. Mit unserer Monika Basler reisen wir durch die Nordlande und Wergierlande, durch die Schneelandschaften und haben es geschafft, jetzt mal eine kleine Truppe aufzubauen. Und jetzt müssen wir hier mal noch kurz den Bastur leveln. So, ja, ich habe gut geschlafen, bin ich gut erholt, hatte zwar die Feuerwehr vor dem Haus, aber die hat nur eine Übung gemacht. In einem kleinen Dorf sieht das schon wahnsinnig geil aus. So, Eichcharisma, oder? Es ändert sich nichts. Stärke ändert sich auch nichts. Ja, wir müssen auf Stärke und Eisenschwarte machen. So, und dafür zwei Handwaffen und ein Handwaffen. Gut. Ah, hat er, ja, stimmt. Er ist es. Dann muss er auch keine Ding haben. Genau, da muss man raus und hier rein. Bei mir ist es eben so, dass Anführerschaft weiter nach oben geht. Das machen wir. Und ja, ich zwei Handwaffen, so. Jetzt müssen wir bei Bashidur noch mal schauen. Nein, bei Waffen. So, ein Hand hat er, ja, haben wir zwei Hand ein bisschen gelevelt. Ist gut so ausgerüstet. 22, 24, 26. Ja. Er braucht das Gute nicht. Weil sonst schützen seine Beine nicht mehr. Und die sind ja manchmal blöd und laufen in Pfeile rein. Dann, ja, gehen wir mal nach Rivaschek. Bisschen schauen. Latzach. So, mal kurz die Waffen verkaufen. Ah, zuerst in die Schenke. Oh, Schmierer ist hier. Gut. Schmierer? Eine gute Frage, ja. Okay. Ja, du bist heilend und wie. Ja. Ja, nun, ich kann nicht wählerisch sein. Ich wäre gefreut, mich euch anschließen zu dürfen. Ich denke, ihr werdet mich als einer der höchst wertvollen Zuwachs eurer Reihe ansehen. Ich könnte mich in den Klassiker der Literatur wohl aus und kann allerlei epische Gedichte meines Volkes rezitieren. Was hilft mir das? Ich spiele die Laute und bin eine geschickte Verwalter von Haushaltsbediensteten. Naja, geht's. Das ist der Anfang. Wir können euch der Nest beibringen. Gut, gebt mir einen Augenblick, um mich vorzubereiten. Dann bin ich bereit zum Aufbruch. Die hat so geile Sachen. Ein kleines Küchenmesser, eine Schürze, ja, so ein Umhang. Boah, mega krass. So, weg mal da. Das, das, das. Eine Kampfaxt. Das mal. Das mal. Schlechte Bogen mit drei Bogen brauchen. Gott. Ja. Wir bekommen viele. Das ist gut. Viel Gold. Schön. Okay,
im Kampf steht. Brauchen wir nicht. Pferde brauchen wir nicht. Waren brauchen wir. Nehmen wir das Brot hier. Ja, Hofäxte brauchen wir auch nicht. So. Ja, jetzt haben wir Geld. Aber können nichts ausgeben. Ja. Der Trupp. Schmier, du gehst mal nach oben. So. Ausrüstung. Dann gebe ich dir den hier. Den hier. Den weg. So. Schild. Kampfochs. Geht nicht. Fortstärke, nein. Muss ich dich noch ein bisschen stärker machen. Okay. Ja, sieht schon viel besser. So. Gut. So. Jetzt gehen wir nochmals kurz rein. Die Sachen verkaufen. So. Oh, noch kurz in die Burg. Ah, da ist nur eine Dame oben. Ja. Gut, jetzt jagen wir mal kleine Banditen. Ja, keine Dorfbohne. Ausrüsten. Ich will nicht so ein großes Hund, 10 oder so. Vielleicht mal nach Matzen. Schauen wir mal. Da ist ein 16er. Schauen wir mal kurz, ob wir eine Quest haben. Sicher eine Scheißquest. Das Blöde ist auch, wenn man manchmal Quests annimmt und sie nicht erledigen kann, bekommt man recht ja, schlechtes Ansehen. Nein. Gut. Ja. Von mir aus. Wir müssen jetzt besonders vorsichtig sein, weil die sind immer noch stärker in der also von der Truppenstärke sind sie stärker, aber von der Anzahl müssen sie nicht unbedingt stärker sein, um uns töten zu können. Ja, ja. Muss jetzt nicht in Dörfer. Da ist eine Trupp. 8er Trupp. Oder 15 plus 8. Die schaffen wir. Dann haben wir gleich noch 8 Leute. So, aber ihr bleibt mal kurz hier. Mir nach. So. Komm, absitzen. Also, wir haben keinen Bogen. Das Problem ist, die Reiter sind noch recht schwach. Also, die sterben zu schnell. Da muss man die zurückhalten. Bis die Soldaten dann kommen. Ein bisschen warten. Jetzt ein bisschen nach vorne. Jetzt Angriff, hopp. Zeigt mir, was ihr könnt. Ja, oh, so blöd, ey. Gott, ey. Mindestens keine schweren Truppen. Das ist gut. Oh, unser Achs ist schon blutrot. Gut. Haben wir das geschafft. Ja, aber greift ihn doch an.
Da darf man uns nicht entwischen. Gut. Noch einer. Und vorne. Genau. Schlitzt ihm den Mund auf. So. Prima. Gut gewonnen. Ah, ein Walbadit ist auch noch da. Dazwischen gewesen. Einstellen. Karawanenwachen einstellen. Gut. Also, wir sind schon stark geworden, oder? So. Okay. Was sind denn das für Sachen? Acht. Größe. Und das ist größer. Schlechte Sachen. Aber immerhin. Ja, jetzt kann nochmal befördert werden. So, sehr schön. Ja. Speichern als machen wir nur N3. Ja. Gut. So. Jetzt suchen wir einfach einen Trupp unter 20. Besiegen den noch. Hier vorne waren doch ein paar. Die haben sicher etwas schon geplündert. War gefangen genommen. Das sind 10 Truppen und 14 Truppen. Ich nehme den 14 Truppen. That's a nice head you have on your shoulders. Und auf Deutsch? Steht ja. So. Ja. Oh, sieht die cool aus. Meine edlen Soldaten, greift sie an. Wartet noch ein bisschen. Ja, habt ihr auch mal Speere und so Sachen. So, jetzt greift an. Axt, ich kann die Schäde kaputt schlagen. Pferde sind einfach immer im Weg. Wieso haben sie das mit den Pferden nicht besser lösen können? Ich hoffe, das ist ein Bannerlord dann besser. Zweiten Teil. So. Haben wir noch einen? Da drüben. Ah ja. Und noch einer? Geht doch denen hinterher, damit ihr am Schluss nicht die ganze Zeit krüppelweise hinterher müsst. Ja, die KI halt. Also schwache Sachen, noch nicht mal Rüstung, nix. Nur Schädel. Wir haben alle Rüstungen kaputt gehauen. Gut, ein Landknechtsschwertkämpfer oder einen Landknechtsreiter. Ich will schon die Reiter nehmen, aber dann habe ich ein Problem mit den Nords. Also, dass die Landsknechtreiter dann sterben. Ich nehme den. Naja, momentan noch, bis ich eine eigene Burg habe oder so, Nahkämpf, also ohne nicht berittene. So, schon 27 haben wir, gut. So. Die Schenke mal besuchen nochmal. Karawanenwache, Reisende. Was macht die Karawanenwache? Ah, das ist auch Sold, gut. So. Ja, dann entledigen wir diese Sachen, diese
sowieso zu schwach sind. Ja. Und dann noch ein bisschen zu viel. Ist ja alles schwach. So, jetzt haben wir noch mehr Geld. Waren hatte nichts Neues. Vielleicht Käse, aber das ist zu teuer. Ja. So. Jetzt könnten wir wieder zurück zum Nordreich gehen. Aber wir haben hier einfach recht viele Banditen. Darum gehen wir jetzt mal in die andere Stadt, Kurav. Und schauen uns dort ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch Banditen hier. Okay, jetzt ein paar entlassen. Das ist ein Menschenjäger. Wer bist du? Kenne ich euch? Okay, Fürst von Burg Slesk. Was, ja, was ist denn eine für die Schlacht gegürtete Frau? Nun, ich wage zu behaupten, dass jemand von solcher Anmut selbst einen Kentenhemd, das gewisse weibliche etwas verleihen kann. Ihr könntet einem Pferdegeschirr ein bisschen Menschlichkeit verleihen, aber nur ein bisschen. Was sind das für Sprüche? Habt ihr Aufgaben? Nein, das ist eine Scheiße. Da muss man Kriegern zetteln. Und das noch mit den Kanat Kergits? Nö. Kein Ding. Niemals. Keine Chance. So, dann gehen wir mal nach Kura. Zuerst mal die Burg. So ein kleines Burgteilchen. Hey. Gott, oh Gott. Da ist ja niemand. Ein Bauer. Oh, Fürstin, sicher seid von einem kriegsgewöhnten Volk und jemand, der uns helfen könnte, während wir meine Bitte lauschen? Was ist passiert, mein junger Mann? Eine Bande Briganten hat in unserem Dorf Zuflucht gesucht. Sie haben uns alles abgenommen, uns gezwungen, ihnen zu dienen und haben allerlei schändliches Werk getrieben. Wenn einer von uns es auch nur wagt, aufzubegehren, so wird er auf die Stelle getötet. Unser Dasein ist unerträglich geworden. Ich habe mein Leben riskiert und bin davongelaufen, um Hilfe zu rufen. Warum geht ihr nicht zum Fürsten eures Dorfes? Er sollte sich dem Banditen annehmen. Das habe ich gedacht, meine das habe ich getan, meine Dame, aber ja. Doch die Männer meines Fürsten ließen mich nicht zu ihm vor und sagten, er wäre mit wichtigeren Angelegenheiten beschäftigt, dass wir uns selbst und unsere Probleme kümmern sollten. Bitte, meine Dame, ist tatsächlich ein Mensch von großer Tapferkeit und Gewandt im Kriegshandwerk, und in eurem Diensten stehen gewiss viele Freunde und Soldaten. Wenn uns jemand helfen kann, dann seid ihr es. Wohlan, ich werde euch helfen. Wo liegt das Dorf? Gott schütze euch. Meine Dame, unser Dorf ist Rebache, er ist nicht allzu weit von ihr entfernt. Okay, Rebache. Kurz noch in den Markt schauen. Oh. Krummsäbel hier. Der zu seiner Zergit passen. 57 für Brot, das Gott ist so katastrophal. Ja, das ist der Bache hier. Gut. Ein bisschen längerer Part machen, dank dieser Mission. Was ist denn mit denen los?
Ja, Treffen ist Kunst. Jetzt schieß mal richtig. Genau, schieß mal mit Steinen da. Eben, das ist Block. Eine solche Axt würde extremst reinhauen ins Block. Ja toll, und jetzt komme ich nicht mehr durch. Ihr seid solche Idioten mit dem Fan. Sollte zum Bauernhof gehen. Ihr seid keine Krieger. So, fertig. Ging gar nicht mal an. Die sind einfach zu stark. Oh, eine Bauer ist gestorben. Oh. 4-1-10. Ja, das kennen wir ja. Meist das Angebot zurück. Sie brauchen es dringender als ihr. Gut, ihr gewinnt an Ehre. 47 Brot, das nehmen wir. Da profitiert das Dorf. So. Und jetzt ist die Quest fertig. Ribelet. Wo war das schon wieder? Das Ribelet, das war da unten irgendwo. Ja, ist ja auch egal, hä? Ja, der Bart ist vor. Ah, da. Ribelet. Na, ja, machen wir nicht. Gut. Da sind wir irgendwo. Ja, da. Dann sehen wir uns im nächsten Part vielleicht wieder, wenn ihr Lust habt. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Euer Dragobuster. Tschüss.